Guten Morgen, ihr Lieben, beziehungsweise guten Mittag. Es ist 11.50 Uhr, hier ist die Uhr noch nicht umgestellt im Auto. Ich würde sagen, ich nehme euch jetzt einfach mal mit zu einem Stalltag, beziehungsweise zu meinem ersten richtigen Stalltag hier in Bonn mit Kilia. Und genau, wir fahren jetzt dann direkt mal los. Ich bin mal gespannt, ob ich hinfinde, weil ja, mein Internet ist gedrosselt, Google Maps geht also nicht. Und ich bin da erst zweimal hingefahren und davon erst einmal selber. Aber war ja erst gestern, also kriegen wir schon hin. Ich würde sagen, los geht's. So, ich habe es an den Stall geschafft und es war so klar, aber es fängt gerade an zu regnen. Wollt ihr mich eigentlich veräppeln? Und ich glaube, es ist Schneeregen und es ist windig. Naja, Kilia steht hier unterm Dach. Mal gucken. Putzen und Hufe sauber machen kann ich ja trotzdem. Aber ich glaube, ja, der Hund ist auch dabei. Ich glaube, der wird das nicht so toll finden. Ah, ist das ätzend. Also man sieht sie jetzt wahrscheinlich nicht, aber da steht sie und hat schon geguckt. Sie guckt. Naja, ich muss mir jetzt mal meine anderen Schuhe anziehen, weil ich habe Chucks an. Ich habe Chucks an, aber ich hasse es, in diesen fetten Schuhen hier in dem da Auto zu fahren. Deswegen, oh, jetzt aber, Leute, gell? Das muss jetzt nicht sein. Die veräppeln mich doch. Boah, seht ihr das? Es schneit. Noch zittert der Hund nicht. Also ich habe hier auf jeden Fall für den Hund noch und Decke. Jetzt gehe ich mal noch meine Handschuhe holen. Hallo Mausi! Na? Oh, hi! Hi! Also wie man anhand hier und hier erkennen kann, hat die Maus heute Nacht auf jeden Fall gelegen. Dicky! Dicky! Hallo! Ja, ist windig, ne? Ja, ich habe nur noch nicht so die Ahnung, wo ich hier zum Putzen hin kann. Deswegen stehe ich jetzt am Paddock. Mal gucken. Hat sich vor der Putzkiste versteckt und sitzt jetzt genau bei Kilia.
Ne? So. Wir gehen jetzt noch eine spazieren. Kilja versteckt sich da. Unser Boxen-Paddock-Nachbar schreit auch schon nach uns. Aber naja, kann ich jetzt auch nichts machen. Weil mehr als spazieren gehen dürfen wir eh nicht, also reiten dürfen wir nicht. Und sie dann immer nur auf dem Platz haben, will ich auch nicht. Deswegen gehen wir jetzt mal eine Runde spazieren. Ich habe direkt auch Besuch bekommen, aber Kilja hat nicht so Bock. Ja, hier stehen irgendwie relativ viele Pferde. Ich habe keine Ahnung, wie viele zum Hof gehören. Alles dick eingepackt. Gucken wir mal, wo wir so hingehen. Hallo. Julias Hufe sehen übrigens ganz gut aus, muss ich sagen. Dadurch, dass ich in Österreich die letzten Tage so trocken war, sehen die echt gut aus. Ich bin so gespannt, was am Freitag die Huforthopädin sagt. Ja, genau. Also am Freitag kommt die. Ich mach das mal andersrum, dass ihr mich seht. Also am Freitag kommt die Huforthopädin. Ja, aber wie gesagt, ich finde Kilias Hufe sehen. Ihr seht die gar nicht. Das ist strange, da ist sie. Ich finde Kilias Hufe sehen eigentlich echt ganz gut aus. Hinten, da merkt man, dass da noch nie ausgeschnitten worden ist. Also das Ganze weggeschnitten worden ist. Da sieht es am schlimmsten eigentlich aus. Aber ansonsten finde ich, geht's eigentlich. Mäusi, kommst du? Ja. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Komm, Dicke. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich nachher irgendwie die Stallbesitzer erwische, dass ich mal fragen kann, wie das mit meinem Spind aussieht. Ich kriege nämlich einen, der muss aber erst noch leer geräumt werden. Im Moment steht mein Zeug im Reiterstübchen. Ja. Da ist jetzt Zink und Selen drin und ein bisschen Brot, weil mein richtiges Futter hier noch fehlt. Das muss sie jetzt so essen. Aber das tut sie eigentlich auch. Deswegen passt das schon so. Also ich wollte jetzt ja eigentlich heute mal mit den Stallbesitzern reden, wie das so mit meinem Spind aussieht und so. Den muss wohl noch jemand freiräumen. Ja, allerdings haben die natürlich in der Zeit, wo ich jetzt hier war, Mittagspause immer, also 12 bis 14 Uhr. Und es ist einfach viel zu kalt, um jetzt noch, mach ich mal Auto schon mal an, um jetzt noch hier zu warten. Deswegen fahren wir jetzt mal nach Hause.